jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Active Board zu nutzen. Zum Beispiel thematische Aspekte aufführen und farblich markieren, wie es die Schülerin hier gemacht hat. Sie hat hier einfach verschiedene Inhalte farblich markiert. Das ist natürlich eine sehr gute Darstellung des Themas. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, Vergleiche mit dem Active-Stift anzuschreiben. Hier zum Beispiel jetzt der Anfang und das Ende von dem Buch zu vergleichen. Dann die Möglichkeit, grafische Zeichnungen zu zeigen, und da ist natürlich das Active Board sehr gut geeignet dafür, um natürlich auch die Schüler mit einbeziehen, die dann die Grafik, wie die Schülerin dies gerade tut, die Grafik zu vervollständigen. Dann natürlich auch noch die Möglichkeit, Zitate aus dem Buch oder Sätze oder Seitenzahl an das Active Board zu schreiben, wie diese Schülerin das gerade tut, ein Zitat in ein Lernkästchen zu schreiben. Dann die fünfte Möglichkeit, Schüler aufzurufen, um irgendwelche thematische Aspekte an die Tafel zu schreiben. Dann Bilder lassen sich auch natürlich am Active Board, weil es auch so groß ist, sehr gut darstellen. Das sieht man auch fast alles, und also es ist einfach hervorragend, um Bilder zu zeigen. Dann natürlich auch das Active Board ist dann natürlich am Computer angeschlossen, somit habt ihr auch eine Internetverbindung. Das ist natürlich super, denn es gibt natürlich dann verschiedene Möglichkeiten, mit dem Active Board dann die Präsentation zu schmücken, sage ich jetzt mal. Ihr könnt auf Google Maps zum Beispiel den Ort oder das Haus des Dichters zeigen. Dann könnt ihr Filme auf youtube.com zeigen, kleine Ausschnitte aus dem Buch. Dann könnt ihr Bilder natürlich auf Google zeigen, raussuchen, und natürlich die Statistiken oder andere Zeichnungen, die zum Thema gerade passen. Dann der sechste Punkt sind die Plakate. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, Plakate zu erstellen. Wie ihr hier sehen könnt, dieses Plakat stellt einen Vergleich dar. Und dieses Plakat stellt, also ist ein pyramidenförmiges Plakat und stellt den Verlauf von Anfang bis Ende dar eines Buches. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, ein Puzzle zu basteln. Diese Schülerin hat hier Eigenschaften einer Person genannt, die sie mit roten Puzzleteilen gezeigt hat, die eine negative Einstellung darstellt, und die grünen Puzzleteile stellen eine positive dar. Also Puzzles verbinden Ereignisse, Eigenschaften einer Person oder die Gefühle einer Person. Immer noch bei den Plakaten. Hier seht ihr jetzt ein Tafelbild, das schon also hervorragend ist. Und dazu könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt noch zusätzliche Plakate mit Stichwörtern, wie ihr hier sehen könnt, dazu hängen. Und das gibt natürlich der Präsentation den letzten Kick. Dann, hier könnt ihr noch verschiedene Plakate euch anschauen, da zum Beispiel die
verschiedene Akte von dem Buch oder Personen. Also zum Beispiel, ihr könnt jetzt einen grünen Pfeil machen, der eine gute Beziehung darstellt, oder einen roten Pfeil, der eine schlechte Beziehung darstellt, oder einfach die Erklärung von Stichwörtern, von Aspekten oder Aufzählungen, wie ihr sehen könnt. Dann die Tafelbilder, könnt ihr hier zwei sehen davon, die werden dann an die Stellwände gehängt. Und diese Tafelbilder sind natürlich gut geeignet für große Plakate, für lange Zeittafeln und natürlich große Bilder. Dann komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt, zur Mimik, Körperhaltung und dem Sprechtempo. Natürlich sollte die Haltung der Person immer aufrecht sein. Man sollte nicht immer den Lehrer anschauen, um sich um inhaltliche Aspekte zu vergewissern, ob ich das jetzt richtig gesagt habe, ob ich es falsch gesagt habe. Und dann wird man auch nervös dabei. Dann das mit der M-Runde. Das kann ich euch jetzt mal kurz aufzeigen. Und zwar, also man steht ja hier, zum Beispiel jetzt hier vor dem Publikum, und man sollte die Schüler immer wie ein M anschauen. Das kann ich euch jetzt mal aufzeichnen. Also ihr steht jetzt zum Beispiel hier vor der Klasse. Und man sollte immer die Schüler so wie ein M durch die Reihen anschauen. Dann, das mit Buch habe ich vorhin euch schon gesagt, ist natürlich eine große Hilfe, um die Nervosität abzulegen. Dann Gegenstände wie ein Zeigestab oder wie dieser Ecktischstift sind natürlich auch sehr gut, um die Nervosität abzulegen. Dann das Sprechtempo. Sollte immer abwechselnd sein, also mal schneller, mal langsamer, mal lauter, mal leiser. Kommt drauf an, bei welchen Aspekten ihr gerade seid. Dann die anfängliche Nervosität ist natürlich vor den vielen Schülern normal, also, aber man sollte sie natürlich im Laufe des Referats versuchen abzulegen. Dann die Promptcards, da habe ich euch jetzt drei verschiedene mitgebracht. Also es gibt die in verschiedenen Farben überall zu kaufen. Die sollten DIN A2 groß sein. Die Farbe spielt natürlich keine Rolle. Die Promptcards werden zu Hause eigenständig vorbereitet. Sie dienen als Stichwortzettel. Also man sollte darauf keine Sätze schreiben, sondern nur Stichwörter zum Thema. Und man kann auf diese Promptcards Eselsbrücken draufschreiben. Oder zum Beispiel durch Pfeile oder farbliche Markierungen sich das natürlich besser einprägen. Dann komme ich hier mal zu einem Beispiel. Zum Beispiel der Besuch der alten Dame, das Konsummotiv. Das lese ich euch jetzt mal kurz vor. Das Konsummotiv, ebenfalls ein wichtiger Motivkomplex, steht im Zentrum des Geschehens. Der Konsum erfasst alle gesellschaftlichen Gruppen im Stück. Die einfachen Bürger, den Arzt, die Schule, die Verwaltung und die Kirche. Friedrich Dürrenmatt baut somit eine Bedrohung für Ill auf, umso mehr schlagartig gekauft wird. Desto näher kommt der Tod Ills. Im Laufe der Handlung stellt das Konsummotiv einen Wandel dar. Am Anfang kaufen die Bürger noch preiswerte und minderwertige Waren ein, wie zum Beispiel Lebensmittel, da sie nicht so viel Geld besitzen. Doch als sie dann sehen, dass eine finanzielle Besserung durch die Milliardärin Claire kommen wird, steigert sich der Konsum der Güldner quantitativ und qualitativ. Luxusartikel wie neue Autos, festliche Kleidung, Waschmaschinen, Radios, Modernisierung der Stadt, besseres Essen und Trinken,
um nur einige zu nennen, zeigen eine Wendung des allgemeinen Lebensstandards und den plötzlichen auftretenden Wohlstand. So, und diesen Text, wenn ihr den jetzt zusammengeschrieben habt, zum Beispiel vor der Präsentation, könnt ihr dann so auf die Broncards draufschreiben. Kurz und knapp und einfach nur Stichwörter und keine Sätze. Zum Beispiel hier mit dem ist gleich, um irgendwas zu merken, oder die Aufzählung oder Beispiele bringen. Somit kann man sich das besser einprägen. Dann komme ich zu den Spielen. Also ganz zum Schluss ist, denke ich mal, noch Zeit für ein kleines Spiel. Und es gibt natürlich die perfekte Abrundung einer Präsentation. Zum Beispiel ein Kreuzworträtsel. Da ist der Nachteil, es nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, um die vielen Kästchen zu machen. Aber es ist natürlich ein perfektes Spiel zur Abrundung des Themas. Es macht Spaß. Und die Schüler müssen natürlich über den Inhalt der Präsentation natürlich nochmal nachdenken und dann die Kästchen ausfüllen. Dann das Quiz. Da habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Quiz am Active Board darzustellen und durchzuführen. Ihr könnt die Schüler aufrufen, die Antwort dann mit dem Active Stift an die Tafel schreiben und es hilft natürlich den Schülern auch das Active Board, weil es ja relativ neu ist, besser kennenzulernen. Also dann zum Ablauf eines Spiels zum Schluss der Präsentation. Also man teilt die Blätter aus, die jetzt nötig sind, zum Beispiel für ein Kreuzworträtsel. Die Schüler füllen dann die Blätter aus. Da haben sie dann ungefähr 3 bis 5 Minuten Zeit. Und dann überprüft ihr die Ergebnisse eurer Schüler. Und wenn sie dann zum Beispiel jetzt was richtig haben oder so, gibt es eine Belohnung wie Süßigkeiten und anderes. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Dann habt ihr noch das Spiel, die magische Wand. Das Spiel Magische Wand ist ein Wissensspiel. Das wird zum Beispiel in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Wir zum Beispiel hier ist eine magische Wand in Symbole, Motive und Sprache unterteilt. Hier habt ihr dann die verschiedenen Punkte, die zu vergeben sind. Aber zum Beispiel eine leichte Frage enthält 100 Punkte und eine schwere Frage enthält jetzt 400 oder 500 Punkte. Dann beim Spielablauf dieses Spiels sollten wichtige Hinweise enthalten sein, zum Beispiel die Gruppenaufteilung, wie sollen die Schüler aufgeteilt werden, wer darf anfangen, wer ist der Punkteschreiber oder wer teilt die Antwort dem Präsentierenden mit, was passiert bei einer falschen Antwort, gibt es Joker oder nicht. Ja. Das Spiel Magische Wand fördert natürlich unterschiedliche Kompetenzen. Mit Hilfe der Fragen bekommt man natürlich nochmal einen Überblick über das Thema. Die Schüler werden natürlich aufgefordert, nochmal die Kenntnisse aus dem Referat zu wiederholen. Und Wissensdefizite werden durch das Spiel beseitigt und man hat natürlich Spaß und Freude an dem Spiel. So, und wenn ihr das jetzt alles beachtet habt, all diese wichtigen Punkte und Aspekte, die ihr zu einer Präsentation braucht, dann gelingt euch auch bestimmt eine perfekte Multimedia-Show. Und damit danke ich euch sehr recht herzlich für die Aufmerksamkeit.